Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja, wir setzen uns mal wieder anderthalb Stunden hier hin und spielen das Spiel ein bisschen weiter. Ich bin mal in diese Taverne gegangen vom Mondstadt hinauf und hier einige Quests sind. Und ja, soll ich das mal an? Hier ist echt irgendwie was. So, wieso hat der Sturm plötzlich gestoppt? Ist das nicht gut? Nein, es ist gut, dass sie angehalten haben, ja. Aber es kommt so plötzlich. Ich habe mir so viele Notfallpläne ausgedacht. Wenn wir keinen einzelnen davon umsetzen können? Meine Notfallpläne beinhalten auch Wege, um Menschen in der Wildnis zu verteilen, um die Stürme zu vermeiden, ihnen beizubringen, wie man überlebt. Werden wir ihnen beibringen, einfach Lager zu richten, Schädlinge zu bekämpfen, Bestien und Monster aus dem Weg zu gehen? Aber egal, es ist besser, innerhalb der Mauern in Sicherheit zu bleiben, als draußen zu riskieren. Naja, manche unserer mittleren Forscher haben mich informiert, dass sich im Flüsterwald Monster versammeln. Was jeder ist draußen ermittelt und ich muss hier bleiben und ihnen Befehle geben. Also kann ich darauf sehen, dass du die Monster beseitigst? Ja, dann werde ich dir das überlassen. Mach dir keine Sorgen, du bist fernlohnt. Gut, haben wir noch mal einen neuen Auftrag. Ich habe übrigens auch wieder ein paar Nachrichten und so bekommen. Sollen wir uns vielleicht mal angucken? Ich glaube, hier der AR-Aktion mit Ember. Weiß nicht genau, was das ist, aber ich bekomme Zeugs dafür gratis. Also, warum nicht? Ne? Oh, Pfannkuchen hochgestapeltes. So, dann würde ich auch sagen, wir machen noch mal ein bisschen hier. Was ist hier noch? Neue Charaktere und so wurden irgendwie hinzugefügt oder so. Gucke ich mir jetzt nicht an. Und dem Händler, da kann man irgendwie Urgestein, glaube ich, ausgeben. Weil ich mich die ganze Zeit gewundert habe hier, was man damit machen kann. Hier, guck mal. Genau, da kann man sich diesen Monat noch ein verfügbar. Was ist das? Noch habe ich gar nicht. Sternstaub kaufen wir. Sternstaub. Das hier? Ne, da ist Urgestein. Durch Gebete kriegt man die. Okay. Also wenn er nicht gerade irgendwie ein Charakter oder so ist, ist mir eigentlich egal, was hier so ist, ne? So, diese Dinger, die kann man sich kaufen. Das sind die für die Gachas. Und ja, wenn wir schon von Gachas reden, dann würde ich mal sagen, mach mal oh, was. Gebet. Und zwar. Oh, ist gar nicht mehr. Verdammt, habe ich verpasst. Nein. Ist ja gar nichts mehr dann. Wanderlust. Oh, dann habe ich das eine Mädchen verpasst. Schade. So, hierfür ist er wieder separat, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Gebet für Anfänger. Ich glaube, da kann man nur noch einmal nehmen, ne? Verbleibende Möglichkeiten 10 von 20. Also ich glaube, nachdem wir halt einmal benutzt haben, noch können wir halt nicht mehr machen. Also würde ich sagen, machen wir halt einfach mal, ne? Willkommen. Was ich mich wundere ist, was passiert denn jetzt, wenn man einen Charakter wieder doppelt kriegt? Rabenbogen. Ich habe Regenbogen gelesen. Also sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir kriegen nur Dings hier. Das ist ein neuer Speer, glaube ich. Und wir kriegen ja nur noch Waffen. Ugh. Oh, was hat Razor? Boah. Doch ein neuer Charakter. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, hey, ein neuer Charakter, ne? Ist auch nicht schlecht. Hi. Cool. Kann ich nicht direkt ausrüsten oder so? Okay, extra herrenlose Staatsdingenskirchen. Sollen wir dann auch einmal machen hier? Ach, dann ist die eine auch gar nicht mehr zur Verfügung. Jetzt, ne? Schade. Ja, voll putzig. Wo war es? Ja, ihr war das. Hello, nice to meet you. Ich wollte die noch ausprobieren, wenigstens. Habe ich voll verpasst. Ja, sieh mal, wie lange ich hier nicht mal gezockt habe, ne? Gut, dann gucken wir mal unseren neuen Charakter an, kurz. Razor, ja, Razor. Gehen wir mal auf Level 10 hoch. Wir haben ja genug von diesen Dingern. Okay. Voll einfach hier hoch zu leveln, dann so, das du für Waffen
Du hast auch ein dickes Schwert, okay. Die sind neu. Das ist genau das gleiche. Ja, die haben aber, glaube ich, keine anderen Effekte, oder? Bei Rüstung ist halt anders, glaube ich. Ich habe genug von irgendwas hier. Mache ich auf Screen. Wer war diesen Part wahrscheinlich nicht benutzen, den Charakter. Oder? Ich habe mal einen neuen Speer, ne? Nö. Ist genau das gleiche. Dreck. Weißt du was? Komm. Kommst trotzdem in unsere Gruppe. Die Kämpfe sind ja nicht so schwierig. Wo bist du? Wer bist du überhaupt? Dunkelheit? Ne, Blitze bist du. Ich bräuchte mal mehr Erde, Feuer, Wind. I'll watch your back. Okay, du hast einen Akzent. So, was ich jetzt nachgucken wollte, ist Dingens hier. Wo ist es? Wo kriege ich meine Quests hier angezeigt? Nicht blöd oder was? Hier, Aufträge, mein Gott. Große Anstrengung. Legendenauftrag, okay. Aber es ist alles andere als erfreut. Welches Level ist das? Machen wir das mal, um reinzukommen wieder. Und dann können wir weiter irgendwie, weiß ich nicht, Zeugs machen. Storymäßig. Ah, schade, dass ich hier Klee verpasst habe. Ich wollte die unbedingt haben, die voll putzig. Hab jetzt eigentlich die Dinger noch, die ich hier dafür benutzen kann. So, das sind die für diese limitierten Gachas und das sind die für die Standard Gachas, so wie ich da verstanden habe. Also ja, kann ich sozusagen zwei Währungen hier dafür sammeln und die sind noch aktiv halt. Also die habe ich noch, wenn nicht schlecht ist. Das heißt, wenn ich ein Event irgendwie verpasse oder so, dann kann ich das irgendwie im nächsten ausgeben oder versuchen. Ist jetzt überhaupt das Gebet noch da? Nee, ne? Muss jetzt gar nicht mehr da sein, oder? Nö, das ist jetzt weg. Und ich konnte jetzt hier irgendwie noch so vier Dinger bei so einem Händler kaufen. Also, was machen wir jetzt noch? man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und mache ich das hier nochmal hier, ne? Welche sind jetzt nochmal? Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich davon habe? Sag mir doch noch mal, welche sind die blauen, sind die Standard-Dinger. Okay, dann kaufen wir uns noch mal vier Stück, weil warum nicht, ne? Ich krieg ja genug von den Dingern, also so gut. Dann tun wir auch einmal machen, ne? Das ist doch die Anführerin hier von den Rittern, ne? Ich bin nicht irre. Vielleicht gehen wir ja neue Sachen her. Wenn nicht, ist auch egal. So, aufschlagen, Instrument, Waffe. Ne, sieht nicht gut aus. Glocke. 4, das ist 4 Sterne, okay. Glaube ich nicht schlecht. Aber kein Charakter. Oh, doof. Nie wieder Gacha. So, was ist das schon wieder? Gegen wertvolle Ressourcen. Nein, oder... Okay, ich habe ein Ohrschwert. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ich meine, die Waffen an sich, die sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. Einige davon jetzt zu besitzen. Oh, ist das hier? So, ist einfach nur. Ich dachte, das gehört auch zur Quest. Ups. Könnte ich eigentlich I geben, ne? Keine Ahnung, hat irgendjemand hier so ein Ohrenthema? Ich
weiß es nicht. Das sieht aber nicht schlecht aus. Nein, von 100, der maximal EP. Nein, von Schaden einen Schütze, das ist doch eigentlich nicht schlecht für sie, weil sie hat schon so. So, schildbasierende Sachen, ne? Dann können wir ihn hier das hier geben, den Knüppel. So, mehr Angriffskraft oder mehr LP. Damit schon. Na, geh mal mit Schwert. So. Wo Schwert? Ich sollte mal ausprobieren, wie der sich steuern lässt und so. Erstmal haben wir hier Zeugs zum Töten. Na, was geht? Oh, ihr seid Level 12. Oh, du hast auch diesen Drehangriff, was? Oh Gott. Ich hab mich hier voll selber in die Luft. Aber ich habe schon wieder so ein blödes Fass angegriffen. Ah. Ich krieg hier ganz schön auf die Fresse gerade, aber läuft noch. Da. So. Okay, ist aber noch einfach hier. Ich glaube, diese Sachen sollte ich mal irgendwie aufgeben oder so einsammeln. War bestimmt nicht so interessant hier mir zuzuschauen, wie ich hier die ganze Zeit die Sachen einsammeln, ne? Da Monster platt macht oder irgendwie sowas. Aber naja, finde ich irgendwas Geiles. Mir sieht das nicht. So, geh weg. Okay, weiter. Scheint ja nicht so schwierig zu sein, ja. Ich meine, wir kriegen ganz schön auf der Fresse, aber ansonsten geht es dann noch. So, hier ist der Flüsterwald. Ich würde unsere Zweiern-Kämpfer hier mit einem Schlag die Dinger hauen. Da löst sich einfach eine Luft auf. Ist klar. So, komme ich da hoch? Ja, ne. Schon ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Also ich muss noch wieder reinkommen, okay? Ich weiß ja noch nicht, wie alles hier funktioniert. Ich meine, ich musste noch so Dinger hier. So Dinger hier einsammeln. Die man ja. So. Ich wurde immer noch davon getroffen. Erstmal die Schützen ja alle. So, zeig mir mal dein Ultimate. Du bist dahin noch lebst. Oh, was? Ich hab einen Stand. Sehr geil. Der Typ kriegt eiskalten Stand. Oh, nicht schlecht. Stando Power. So, aber der ist gleich hier am Freck, wenn es weitergeht. Klopp, klopp, klopp. Alter. Zerbrochene Maske, okay. Aber irgendwas ist da oben. Ist ja so ein Stern. So ein weißen. Okay. Was ist das? Oh, da ist so ein, weiß nicht. Ja, ja. Nein. Nicht ja, nein. Wie war die soll man verbrennen, ne, die Schilde? Okay. So, sind das die Dinger, die ich bei diesen Götterstatuen hinbringen muss? Ja. Muss glaube ich auch noch einen irgendwie wegpacken. Was ist das für ein Ding, der um mich herumfliegt?
Ja, hat er irgendwie so eine Passive? Daten, nee. Teilte. Laufender Wolf. Führt die beim Rennen verbrauchte Ausdauer aller Truppenmitglieder um 20%. Das ist auch nicht schlecht. Hunger. Ja, aber weniger als okay. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Dinger ja alle hochlevelt, ehrlich gesagt. Aber irgendwie wird das ja wohl auch gehen, ne? Hm. Was ist das? Das ist wieder so ein. Muss ein Gegner in 30 Sekunden oder so erledigen, ne? Mach war schon irgendwann. Hi. Aha. Ich habe mal die Grafik übrigens. Oh. Oh, hallo. Hab die mal ein bisschen hochgeschaltet, ne? Vielleicht wird das irgendwie ja verhindern, dass ich. Dass ich, bitte mal wechseln, bitte. Wenn man diese komischen Strich hier sieht. In der Aufnahme. So. Komm her, du. Ah. Okay, dann du eben. Ja, das zubereiten. Im Kampf. Okay, du. Boah, wir warten nochmal mit den Dingern, ey. Muss irgendwas einsetzen gegen die, ne? Boah, wie mache ich das nochmal? Der geht irgendwann nach der Zeit kaputt, oder? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Zack. Okay. Noch mehr? Wo? Ich sehe nichts. Was ein bisschen verspätet, der Paimon. Bin ich überhaupt? War ich ja schon mal in der Gegend? Nein, sehe ich so viele blaue Dinger. Nee, das ist der Startpunkt, oder? Ach, was soll's. Geh mal zurück. Wo ist hier so eine Statue? So eine, wo ich hier. Da muss ich ja auch noch irgendwie so ein Abenteuer-Lizenz-Mission machen, glaube ich, ne? Ja, perfekt. Dann gehen wir mal von da. Er hat sich hochgeheilt. Cool. Dann gehen wir mal kurz dahin, bringen ja wieder so eine Anemone hin oder wie auch immer die Dinger heißen. Hm. Und dann können wir hoffentlich so eine Abenteuermission wieder abschließen, so eine Lizenzmission. Hochheim müssen wir uns auch, also. So, ne, da fehlen noch ein paar. Aber ich habe zwei, cool. Ah, noch eine. Ach so, ich bekomme all die Sachen, wenn ich dann die nächste Stufe erreiche. Ich dachte dann erst tue ich das hier, keine Ahnung, mit Stufe 2 tue ich das hier freischalten, dann das hier, dann das hier. Aber ich tue alles freischalten dann, ne? Wenn ich das Level erreicht habe, ne? Ach, ich habe mich hochgehalten, weil ich in der Nähe von dem Ding aufgetaucht bin, ne? Oh, ich bin da kacke, ey. Ich hatte eine Mädchen nicht bekommen, habe war voll putzig. So, zurück zum Dingen hier. Okay. Weil ich hatte jetzt denkt, das Spiel macht mir keinen Spaß mehr oder so, weil ich jetzt ein paar Wochen, glaube ich, nicht mal hochgeladen habe, aber
Nee, nee, keine Sorge. Macht mir schon noch Spaß. Ich habe halt nur noch andere Sachen, nicht auch noch hier hoch. Gerade nicht nur hier auf diesem Kanal, sondern auf meinem englischen Kanal und so. Ich bin viel beschäftigt, okay. Bis zurück, wie ist die Lage? Es gibt immer noch Monster dort. In dem Gebiet gibt es immer noch Monster, was? Die Auswirkungen des Sturms müssen also wohl zunächst abklingen. Es gibt also noch Zeit, Zeit für die Abenteuer, ihre Qualität zu zeigen. Es liegt an uns, diese Monster in der Wildnis zu übernehmen, während der Orde Favonius noch auf diese Verteidigung der Stadt und des Gebiets im Mondstadt konzentriert ist. Verstehe, danke für deine Hilfe bei der Untersuchung. Ich werde die Provision, die wir aussenden werden, neu bewerten. Nehmen das als deine Belohnung. So, was ich bekomme. Material zum Verbessern von Talenten. Welcome to the Adventurers Guild. Oh, war sogar richtig. Für das Aufleveln von Talenten. Wo kann ich das machen? Ich habe ja Talente, aber ab Figuren auf Figuren Aufstiegsstufe 2 weiter hochzustufen. Was bedeutet das? Ja, diese Dinger brauche ich, aber Erinnerung des tausenden Stunden. Ich habe so ein Buch bekommen, weißt du, ich kann nur irgendwie für sie irgendwie so was. Oh, die sehen alle anders aus. Okay, bei ihr sehen die irgendwie anders aus. Bei allen anderen. Ja, bei ihm sieht anders aus, bei allen anderen nicht. Wissen ob ich dann gerade bekommen habe. Ja, diese Dinger. Nee, nicht das. Glaube ich, das hier. Oder muss ich das lesen? Hey. Das ist aber nicht das, was ich gerade bekommen habe. Nee. Mittwoch, Samstag. Okay. Das wäre es noch nicht verfügbar. Okay. Also kann ich damit jetzt noch nichts machen, oder wie? Ich nehme an, ich kann das dann noch nicht machen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal und machen diesen anderen Auftrag hier. Story-Auftrag, ne? Ach, da steht jetzt gar nicht mehr, welches Level das war, ne? Aber ich meine, bei Level 10. Na gut, dann mal los. Da liegt was. Na Leute. Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the monster. Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Okay. Oh, hi. You're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Schneznaya. Ja, they choose to follow the god of Cryo.
Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. Da wir gerade von Macht sprechen. What is it? Es gibt etwas, das ich den Ritterorden gerne zeigen würde. Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Prolog, zweiter Akt. Ich bin immer noch im Prolog. Ups, ich wollte wegdrücken. So, ich will mal gucken, kann ich irgendwo einstellen, dann automatisch hier wegscrollen, damit ich dann nicht aus Versehen immer hier wegmache. Und Tempo ist gar nichts. Was? Okay, sieht aber nicht so aus, das kann ich aber machen. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. Okay. Gut, was müssen wir dem sagen? Ich bin schon ein bisschen draußen aus der Story, also ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben im letzten Part. Wir haben... Ne, ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen zu lange her, sorry. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Haben wir ihn schon lange irgendwie gefunden? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though, I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention- Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal- It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Punkt, punkt, punkt. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Süßer. Fascinating. Was? Do you know anything about what makes you special? Night. I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. Your heart's be the guiding key. Ich weiß. Möge die Macht mit uns sein. Okay, cool. Dann gehen wir mal weiter. Was ich mich aber frage jetzt, ich habe ja schon der Level 15 Mission bekommen. Wieso habe ich denn die schon bekommen, wenn jetzt ich hier eine neue Mission bekomme? Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so eine Mission und dann muss ich die erledigen. Danach muss ich mich um die kümmern, aber anscheinend nicht. Geht jetzt hier direkt weiter mit der. Sprich mit Paimon. Wie mache ich das? Wunder der Welt. Oh. Hier schon wieder Urgestein. Oh Gott, da gibt es so viele Dinger, ne? Wie spreche ich mit dir, Paimon? Oh. Ich wollte schon sagen, was?
Oh. Ach, da muss ich mit dir reden. So. Ich weiß, ich mache hier viel Menüarbeit, aber lass mich. Ich muss doch eine Stufe erreichen, dann habe ich das auch abgeschlossen. Komm, schaffen wir doch. Hey Paimon, wie warst du denn hier und da gleichzeitig? Sieht nicht merkwürdig aus. There's something you didn't tell them. The ich rede ja auch nicht. Crystal weren't the only things we saw. Ich will der Sache nicht erst allein nachgehen. So you do remember him, that green guy. Nein, tue ich nicht. Von was reden wir hier? What? Ach, der Typ. Es ist der Kerl in Grün. Das ist alles erst in der ersten Folge passiert. Deswegen, warum greifen wir den letzten erstmal auf? Verstehe ich nicht. So, oh. That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. Ja. Das gibt's ja auch noch. Ganz vergessen. Damit der elementaren Bestandteil Dinge in deiner Umgebung an. Ganz vergessen, dass das gibt. Da läuft im Kreis. His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? Wir gehen ihm hinterher. Das kann ich nämlich auch. Oh. So, wo bist du? Mann in Grün. Da war irgendwie was. Da will ich mir noch ein. Warte mal, ich habe Level 11 erreicht. Wie? Ich habe Erfahrungspunkte hier durch, wenn ich die Dinger finde. Hallo, na? Ich bin nass. Oh, das Lied aus dem Hauptmenü. Wenn ich das Spiel starte. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine Archon still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The windborn bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in the west. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war spread. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more.
Wrath and woe. Vigor and venom. Poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence. But the lyre could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared D'Valin away. D'Valin? Who's that? Hm. Ist der eigentliche Name von Sturmschrecken? Huh? Oh, right! Ja. Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Wie heißt du nochmal? I'm Venti the Bard. Three-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey, cut it with the amnesia act! All right, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Das Mal war er noch voller Unreinheit. D'Valin, he... The anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child. Now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Okay, cool. You really do have some wonderful abilities. Ja, ich bin awesome, ich Someone weiß. Like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light? Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if D'Valin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Gibt's etwas, wobei wir dir helfen können? I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? Dieser Kerl ist wirklich merkwürdig. Wir müssen ihm ein Auge behalten. As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Außerdem... Know what? Seine Stimme kommt mir bekannt vor. Familiar? I don't know. Kommt euch doch FLL. You're old on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. Das sah schon so ein bisschen her. Oh, Truhe. Du wartest ja ein bisschen viel von mir, Paimon. Du hast auch schon so lange Zeit nicht mehr gespielt. So, wo ist diese eine nochmal, die mir Belohnung gibt, wenn ich eine Abenteuerstufe erreicht habe? Hier, ne? Ja, wir haben jetzt wieder ein Level erreicht. Hi. Ad Astra Abyssos. Gesundheit. Ja, okay, hier ein Kelch und Zeugs. So, wo geht's denn dann genau als nächstes hin? Kann ich mich dahin teleportieren? Na, kann ich sogar. Ich lauf doch nicht, hallo. Ich tue nicht die Welt erkunden. Pfui, Spuck.
Ich spucke auf euch. So, hi. Den Baum meinst du ja? Nee, daran erinnere ich mich nicht. Ich ganz ehrlich bin. Oh, what are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. Ich würde gerne mehr über den Animo-Archon erfahren. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Duvalin? Oh, it's because gods... Jemand hat uns von der Vergangenheit Sachen erzählt. Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. Ich wollte schon sagen, ich habe gerade was gehört. The wind! I can't open my eyes! Boss? What is a creature like that doing out here in such a calm place? Alter, 15. His relationship with the wind seems even deeper than that. Will er gern der chilliger reden, aber wir werden ja gerade angegriffen. Ich habe jetzt Dings nicht ausgerüstet. Hi, hilf mir! Ja, du. Steh nicht da rum, hilf mir, gefällt. Was hat denn? Nee, da gehe ich nicht rein. Zu vergessen. Geh ich da rein? Nee. Ah, ehrlich? Mal gucken, ob ich einfrieren kann. Manuel, das ist ja, glaube ich, das stärkste Schwert gerade. Von daher, die auch am meisten Schaden machen. Merkst du nicht, dass hier gerade gekämpft wird, Mäuschen? Das kommt. Ja. Hier noch ewig, glaube ich. Oh. Ich denke, hätte der Kampf schon längst vorbei. Amber, ich tue eigentlich dann hier. Ich weiß gar nicht. Okay. Wir haben ein Schild, also. Scheint mich zu beschützen. Na komm mal, kannst du mal ein bisschen tiefer fliegen? Ich krieg dich nicht getroffen auf die Weise. Der Kampf wird noch ewig dauern so. Oh. Auftragsgebiet erreichen. Muss ich übrigens noch. Von die von mir oder von dem? Ah, mach hin, aua, aua. Leave it all to me.
Oh, jetzt kommt noch mal da runter, ey. Oh. Ein bescheuerter Kampf, ey. Ich immer warten muss, bis der jetzt hier runterkommt. Ey. Voll dämlich. Stich ab. Oh mein Gott. Ja, voll nervig. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Ja. Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Abgrundmagier, von diesen Namen habe ich noch nie gehört. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero. The place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. War ist das etwa? Meinst du, war ich das etwa? Yes, it was you. No. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de Himmel. Okay. Also ich jetzt ins angeschlossen. Folge Venti zur Kathedrale. Okay. Ja, danke für die Hilfe, Kollegin. Ne? Finde ich sehr gut. Hier ist irgendwie was Weißes. Da oben? Ja, dann kann ich da hochklettern. Guck mal. Kommt da bestimmt da hoch, ne? Pass auf. Aber jetzt cool, pass auf. Ah, guck mal. Nicht schlecht. Dann haben wir unser viertes Dingen, also unser letztes Ding, was wir ja brauchen, um das hoch zu leveln. Man hat mir halt auf der Karte angezeigt, dass hier was ist. Das wäre ich nie im Leben hier hochgeklettert wahrscheinlich. Schön. So. Dann können wir das Ding hier hochleveln und unsere Dings abschließen. Ein paar Bonus bekommen und so. Cool. Awesome, 8 Punkte erhöht. Nehme ich an. Ne? Jetzt wollte ich 6. Jetzt ist unsere Ausdauer wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, ne. Ich glaube ja. So, jetzt habe ich jetzt hier auch abgeschlossen, ne? Boom. Mein Arzt, eine Mone. Und das haben wir alles abgeschlossen. Neues Kapitel 3. So, 10 Teleportationspunkte abgeschlossen. 5 jetzt verborgene Truhen abgeschlossen.
Abgeschlossen. Kranz des Abschieds. Oh, das war neues. Neues Ausrüstungsset. Sieger in Ruin war ich da. Abgeschlossen. Lass dir einmal was schmieden. Drei Zutaten. Stufe einer beliebigen Figur auf Stufe 20. Okay. Läuft. Ach, das sind die einzigen, die noch fehlen. Okay, cool. Ja, damit den Level, das kommt noch. Jetzt nicht so ein Problem. Den Rest kriegen wir auch noch. So, die eine Mission. So. Ich will mich eigentlich jetzt gerade teleportieren, Leute. Aber okay. Hätte ich mich auch zur Kathedrale teleportieren können? Also nicht. So, aber jetzt sehe ich wenigstens auf der Karte die Dinger, ne? Also. Ich weiß wenigstens, wie die jetzt aussehen. Also können wir die ja einfach hier locker einsammeln. Cool. Ausdauer wird auch ein bisschen erhöht. Nehme ich gerne. Wird nur eingesammelt, oder? Ja, schon Sachen. Können wir jetzt erstmal hier weitermachen. Hi. So this Holy Liar de Hamel is one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? Deine Augen haben die gleiche Farbe wie der Himmel in meiner Heimat. Und wenn ich vertrauen kann, sicher nicht schaden. So how can we get the Holy Liar? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Ja, ich muss wahrscheinlich, weil sonst geht die Mission nicht weiter, ne? Okay, einer. Gut. Ah. Oh, was ist mit meinem Kopf die ganze Zeit los? Die ganze Zeit am Knacken. Oh. Ich bin gerade ja was. Let me handle this. Hello there, sister. May the animo god bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of animo. But you should report that to the knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Liar. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Deswegen gibt mir ein wunderbar positives Gefühl. Die hat genau das andersrum gesagt. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Ja, das ist die gleiche Person, von denen der erzählt hat, ne? In dieser Geschichte. Sah genauso aus, halt. Okay. Ich wollte schon sagen. Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Liar. Now,
Since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Okay, nicht so mit der reden. Hallo, Schwester. Hallo. Ah, it's you. The newcomer of the Knights of Favonius, aren't you? So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master. Ja, der Ritterorden braucht die Leier der Himmel. Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. Ach was, he's full Zufall. Of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Ach, die habe ich liegen lassen. Paimon hat sie unterwegs aufgefuttert. Hey! A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Okay. Natürlich gleich wieder hochleveln. Oh, it didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Where today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? No, what? Hey, das ist vollkommen anders von Matthias alles geschrieben steht, Mann. Come now, speak up. That's what free will is for. Ehrlich gesagt will ich gar nicht stehlen. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. Ich hab auch Kack damit. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Was vorhin gesagt, du wärst Barbatos. Yes. Seems I did mention that. Your point being? Wenn du wirklich ein Gott bist, können wir dich nicht einfach im Stich lassen. Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Ich werde Dwalin auch retten, wenn du kein Gott bist. Huh? Denn ich kann eine weitere Trennung nicht ertragen. Ja, meine Schwester, ne? Nicht lange warten willst, kannst du die Zeit im Paimon-Menü vorspulen. Das Menü im Einstellen der Zeit. Bewege den Zeiger auf die gewünschte Zeit und bestätige deine Wahl. 18 bis 6 Uhr. Wie spät haben wir hier in dieser Welt gerade? Umstellen auf. Also so, ne? Also so warten wie in Elder Scrolls. Weniger als 30 Minuten. Gehen nachts in die Kathedrale. Sie weiß nicht nach nachts aus. Stand da 16 bis 8 Uhr. Warte mal, 16 bis 8 Uhr. Ich habe jetzt 8 auf 16, oder? Was habe ich jetzt eingestellt? Ja, ist doch nachts, ne? So, muss ich jetzt hier rein? Sah mir richtig aus, also.
War dunkel, halt, ne? Aber warte jetzt. Habe mich aber niemand abgehalten. Okay. Oh. Oh, ich muss mich hier reinschleichen, ehrlich. Oh Gott. Hier sind ja überall Leute. Oh, ich kann nicht klettern, ehrlich, komm. Okay, cool. Taktik und Strategie. Gut, da kommt einer. Ich dachte, ich konnte da lang, aber nee. Ernsthaft? Denkt sich nur so, was? So. Ich gehe mal hier so lang, oder? Ich sollte mal die Lichter an meinen Klamotten hier ausmachen. So, ich nehme an, da oben die Leiter hoch, ne? Klingt doch nicht so schwer. Sieht nicht so schwer aus. Bedeutet, ich höre irgendwas, aber weiß nicht genau, was der passierte. So, das war chillig. Ah! Der hat mich nicht gesehen, keine Sorge. Oh nein. Ich sehe mal, da ist nichts passiert. What are you doing here? Och nee. Jetzt denken alle, ich habe das Ding geklaut. Mann. So ein Dreck, ey. Jetzt nur noch gefehlt, dass ich da stehen würde und sag hätte, ich kann das erklären. What? Follow me. What? Okay. Rückfehler hätte ich nicht. Ah! Ich habe keine Dinger mehr übrig. Nein. Ja, ist auch voll gebracht. Zeig du mal deine Flugskills. Okay. Nee, schaffen wir nicht. Zeit ist abgelaufen. No. Ja, jetzt kann ich hier hoch, ey. Da habe ich den letzten Ring verpasst, ey. Okay, okay, das ist ein bisschen besser als abgelaufen. Okay, niemand gemerkt, ne? Hi, tschüss.
Okay. Versteht die Reaktion. Superleiter. Supraleiter. Master D. Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Gänsefüßchen. What would you like? Jetzt geht man ja. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Master D. Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D. Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of Goldroy. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my cellars. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D. Luke. Verdammt. Ach, der hat die wieder nach draußen geschickt. Today I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. Something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Wer bist du? He is Master D. Luke, the boss of the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Wir kennen uns nicht lange. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. Shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. Okay, Storytime. Geschädigte handelt vor Kaufholz. Er nimmt sie und sucht nach Antworten. Er kann so erkennen. Achso, das ist wieder die gleiche Geschichte. What did I just witness? This is confidential information. Why did you? Why? No. Perhaps the winds are changing.
What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Ja, Zeit vorspulen. Okay, ich kriege eine Menge Erfahrungspunkte, obwohl ich nicht unbedingt viel mache, habe ich so gefühlt. Finde ich jedenfalls. Aber das Spiel scheint ja allgemein sehr einfach zu sein bisher. Also da kommen wahrscheinlich irgendwelche voll extremen Sachen irgendwann, wenn ich höheres Level bin und so, wo ich mehr Charaktere und also was brauche, keine Ahnung. Weiß ich auch noch nicht. Wird bestimmt noch krass, ne? Ja, die ganzen Elemente hier, weiß nicht, das Herzzeichen. Das ist Elektro, ne? Da ist Erde, Eis, glaube ich, irgendwie so was. Ladebildschirm, okay. Was ist hier los? Oh, gar nichts. Kehre zur Taverne zurück, ey. Nein, nicht das hier. Boah. Ja, nee, auch direkt irgendwie hier machen können. You're here. Wait, you're... Was macht der stellvertretende Großmeister hier? Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Kannst du mal aufhören, das zu sagen? Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe an Outlander so easily. My cautious and meticulous superior. Even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Du, sonst hätte er nichts gehört. Wow. This is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Schneznaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The Cryo Gods Fatui seem to be after the Animo Gods' power. Deswegen haben sie vor, Dvalin zu töten? Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo Gods' power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. Goth? I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If
too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the seven nations. Outlander, ready to go? Ja. Warum nicht, ne? Los geht's. Jean just said the Fatui are trying to take Devalin's power. Trotzdem muss ich laufen. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados's connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Anemo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh. Warum sind hier so viele Geräusche? Hier ist niemand. Forget it. I don't like having Hintergrundgeräusche. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. Ich traue mich nicht rauszugehen. Na, wird halt hier unterbrochen. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Okay. Wollte jetzt nicht rausgehen, naja, wäre die Unterhaltung abgebrochen und dann wüsste ich schon wieder nicht, was los ist, ne? Okay, wupp. Nicht runterfallen. So, jetzt kann ich mir wieder eine Belohnung abholen von der einen. Glaube ich. Für mein Level 12 Dingen. Ups, Entschuldigung. We meet again. Are your adventures going smoothly? Kann mich nicht beklagen. That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to introduce you to the formal work of the guild. Okay. The guild receives requests from far and wide each day and assigns commissions to adventurers accordingly. These commissioned adventurers are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are, but you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Wie toll sind die Belohnungen denn genau? Patience is a virtue. You will find out soon enough. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosk. Öffne die Weltkarte und sieh nach, welche Gebieten Ereignisse aufgetaucht sind. Dann kannst du dich direkt in diesem Gebiet begeben, um zu sehen, was dort passiert. Hier hast du 10 zu 4 weitere Informationen. Ad Astra. Erstmal das hier abholen wieder, ne? Was ist das hier? Also ursprüngliches Herz, von dem ich immer noch hier voll viel Augen eingesammelt. Belohnung für tägliche Mission abholen. Ich habe noch nicht genügend Mission abgeschlossen. Okay. Oh. Kopf gejagt. Sobald du 4 Missionen an einem Tag ausgeführt hast, kannst du bei der Abenteuergilde eine zusätzliche Belohnung einsammeln. Abenteuerschatzpaket. Ah, okay. Random Sachen. Freundschaftszuwachs. Okay. Was haben wir denn hier? Eiskugelkrise. Lieber Reisender, das Spiel wird in ungefähr 1 Stunde gewartet. Okay, ich habe sowieso nicht mehr vor, so lange zu spielen, also kein Ding. Mondschein, Klasse des Reichtums, den Kosten fürs Einsammeln. Ach, das sind die Missionen oder was? Nicht mehrere davon verfolgen? Nee, ne. Ja, das sind die. Dann gehen wir mal da hin, ne? Was ist das hier? Eine Stadt, egal. Gut, dann machen wir diese 4 Missionen, würde ich sagen. Schafft bestimmt noch in 20 Minuten, oder? Weiß ich nicht. Und dann gucken wir mal. Na, ich bin nass.
Dann sollten wir doch hier fertig sein für heute. Für die Story-Mission hier weiterzumachen, wird bestimmt noch ein bisschen dauern, habe ich so ein Gefühl, deswegen... Oh Gott. Deswegen machen wir erstmal so ein bisschen Nebenmission. Flammenblume. So. Was war das? Weiß ich nicht. Gut, gehen wir hier runter. Ich wünschte nur, man könnte ein bisschen schneller gleiten. Ne? Ein bisschen lange hier so durch die Gegend zu rennen. Fliegen, meine ich. Scheint schon bessere Waffen für ihn. Oh, guck mal. Habe ich sogar tatsächlich. Himmelsflugschwert. Das habe ich ausgerüstet. Das hat er ausgerüstet. Schwert der Dämmerung. Ach, er hat schon. Na gut. Bin ich der aller Monster? Okay. Oh, die sind doch. Level 11. Nein. Alter, ehrlich? Super, Alter, ja. Wer friert mich denn die ganze Zeit ein? Davon gar nichts mehr getroffen, ey. Das ist auch Elektro, mache ich hier eigentlich. Aha. So, abgeschlossen. Auch relativ gut Erfahrungspunkte, glaube ich. Freundschaftserfahrungspunkte mal 25. Wird das hier angezeigt? Freundschaft 1. Was bedeutet das eigentlich, wenn Freundschaft hochgelevelt wird? Will ich ja wohl sehen, ne? So, nehmen wir mal eine andere Truppe hier. Die sind schon Level 13 und die haben ganz schön viel Erfahrungspunkte. Just what will we come across this time? Ich kann reden. Dann du. Oh, you're taking me out? Dann du. I won't hold you back. Much. Ne. Outrider Amber, reporting. Na, no, ich will fliegen. Kämpfe nicht gegen so fliegende Viecher oder so. Obwohl, ich hoffe, wir kämpfen jetzt gegen fliegende Viecher, weil ich habe sie jetzt ausgerüstet. So. So, was sind das jetzt für Dinger? Sind das jetzt auch so Missionen? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich gucke jetzt einfach mal da. Welcher sehen? Ich meine, diese pinken Dinger oder diese lilanen Dinger, das sind tägliche Missionen, ne? Aber was sind dann die Dinger? Die sind jetzt auch neu aufgetaucht. Hm. Werde ich schon sehen. Oh, guck mal da. Komm mal her, du. Oh, das schaffe ich nicht. Ja. Du komm her. Einen guten Morgen, Röte.
Oh. Die Musik hört sich an irgendwie wie so Anno-Musik hier so. So Strategieaufbausimulationsspiele, also da bin ich mir halt nur ein. Boah, Anno, da müsste ich auch mal wieder spielen, ey. Macht mir auch Spaß. In Sachen Strategiespiel finde ich mittlerweile ist irgendwie Siedler, nenne ich Siedler, Civilization am besten. Boah, macht unglaublich Bock. Er dauert nur halt unglaublich lange, bis irgendwie, weiß ich nicht, mein Spiel hier von durch hast. Oh, Weißkohl. Meine Kohlköpfe. So, dieses abgeschlossene Ding kann ich das schon mal erkunden. Auch wenn ich da eindeutig noch nicht hin kann, wahrscheinlich. Ist. Ich gehe mal zu dem Ding. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit, dann kommt Wartungsarbeiten. Hallo. Oh Gott. Was ist das? Sieht nach Eis aus. Böse. Böse. Oh Gott. Oh, natürlich kommt es jetzt hier wieder. Oh, ihr seid Elektro, ehrlich? Oh. Der bekommt die ganze Zeit Schaden. Oh. Kannst du noch mal? Das kannst du. Oh, das ist cool. Haben wir schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Geht gut. Kann man sich noch durch alles hier irgendwie voll durchtanken, irgendwie finde ich. Herausforderung abgeschlossen. Okay, ich glaube nicht, dass das ursprüngliches Harz. Habe ich doch genug, ne? Du sprichst, ja, jetzt kannst du versteigt im Baum innerhalb von Spinner können. Okay, das ist das, was ich irgendwie mal irgendwann hier irgendwie gekauft habe, glaube ich, aus Versehen. Oh nein. Das hat mir jetzt bitte nicht die ganze Zeit. Ungefähr 50 Minuten, aber ja, bis dahin bin ich ja fertig, keine Sorge. So, war halt nicht das, was ich gerade hier eingesammelt habe. Also die alle nicht in. Okay, da muss ich hin. Oh Gott, da ist er noch voll weit entfernt. Egal, komme ich noch hin. Hat doch sonst nichts anderes zu tun. Also los. Huha, huha, huha. Also Sprintgeschwindigkeit, das hätte ich gerne. Wenn ich so ein Pferd irgendwie so rufen wie in Elder Scrolls Online oder so, bestimmt auch irgendwann, ne? Ja.
Ja, alle auf mich geschossen. Wie könnt ihr jetzt eigentlich wagen? Auf dem Weg noch ein paar Sachen einsammeln. Hi, was geht? Und eben. Oh, ich sehe wieder hier auf der Karte was Schönes. Was ist das? Flieg und Sieg. Oh Gott. Oh, warte, muss glaube ich. Leiden. Nehmen wir mal kurz und dann bin ich weg. So, hier ist das. Hi, nein. Nein. Okay, aber ich sehe es auf der Karte. Also kein Ding. Krieg ich schon irgendwann. Okay. War schon wieder irgendwas? So, da ist noch irgendwie. Da, guck mal. Dinge einzusammeln ist bestimmt nicht schlecht, ne? Oh, Go, go, Berry Bunny! Du sollst halt angreifen, verdammt. Ich mag gerade, sie ist fast tot. Dann nehmen wir mal ihn. Sie ist schon fast tot. Geht doch nicht. Adventure Time. Adventure Time. Adventure Time. Wenn uns in den Sinn. Hier sonst in fremden Welten in. Und ja, ich habe ein bisschen Adventure Time, ehrlich gesagt. Oh, guck mal hier. Oh. Faltbar. Bestimmte Angriffe können besonders wirksam hat, die Objekte zu schlagen. Ich habe jetzt niemanden mit einem schweren Zweiender ausgerüstet. Verdammt. Und ich werde mich jetzt ganz bestimmt jetzt nochmal die Truppe hier umstellen. Ach man. Mann. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Stadt? Nee, das hier sieht übelst nach Bosskampf aus. Irgendwann. Oder irgendwie Arena oder was weiß ich. Sieht aus wie so eine Arena in Elder Scrolls Online oder so. Ich will eine neue tägliche Mission noch erledigen, dann bin ich auch schon weg. Komm schon. Wird schon nicht so schwierig sein. Alter, was ist das denn für ein Wetter hier? Da kann ich glaube ich gar nicht hin, ne? Weil ich Karte noch nicht aufgedeckt hat. Naja, da muss ich erstmal so ein Ding wieder finden, oder? Oder ist das noch hier drin irgendwo? Hi! Ah! Ah! Das ist auch voll unfair. Doch, der direkt in mir auf. Ah! Geh weg! Aua, Mann! Aber da kann ich nicht hochklettern, weil die mich hier die ganze Zeit abschießen. Ne? So, schneller hoch. Wenn es geht. Gott. So. Böse breitet sich aus. Boom. Weg seid da. Der Wind. Oh, nee. Come a little closer. Ich habe schon wieder vergessen, was man da machen muss. Ich glaube, wir müssen ein bestimmtes Element einsetzen, ne?
Aber ich weiß doch nicht mehr was. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, wenn man irgendwie, weil ich den ganzen Tag hier an dem Spiel sitzen würde, dann würde man nicht so viel erreichen. Also ich habe viele Sachen irgendwie ja so einmal pro Tag nur machen lassen können. Einige Sachen so alle paar Tage resetten, ne? So wie, weiß ich nicht. So, wo sind die anderen? Ah, okay. Machen wir da ein. Oder weiß ich nicht, hier diese Aktionen, die kommen ja einmal pro Tag, ne? Dann diese Statue, wo man sich hochheilen kann, wird auch immer so langsam aber sicher aufgeladen. Also gibt es so bestimmte Sachen, die man wahrscheinlich jeden Tag machen kann, aber da ich ja immer nur so alle paar Tage spiele, jetzt nicht so schlimm, ne? Hi, Timmy. Oh nein, ich tue schon wieder. Jetzt sind die Tauben wieder alle weg. Ich war auch dabei, sie zu füttern. Was machst du nur? Sorry. Man sagt, dass mit Tauben-Tanten zeigen sollen, dass man meine Entschuldigung ernst meint. Tauben darüber sind meine Freunde. Ich fütter sie immer. Jetzt sagen wir immer wieder ernten die. Kein Problem. So, ich will auch heute noch mal fertig werden, okay? Und dann besitze 3 Einheiten Weizen, habe ich doch schon, oder? Ich bin auf der Suche. Was? Boah, muss ich noch Weizen suchen? Kann ich mir nicht kaufen irgendwo? Boah. Warum sind da die Weizen nicht zur Verfügung ab, Kollege? Was ist hier denn schon wieder überhaupt? Der ist doch Mission, ne? Aufträge werden die hier auch angezeigt? Nee, ne? Was ist das hier? Schildalarm. Ich will das schon mal verfolgen, weil das weiß ich ja jetzt, wo das ist, ne? Das ist ja bei dem Timmy. Minze, fast. War kein Weizen. Ich muss bestimmt irgendwo kaufen, ne? Jetzt keinen Bock jetzt hier durchzurennen, bis ich irgendwie, weiß nicht, Weizen gefunden habe. Stimmt ja, kaufen, ne? Umso Weizen in meine Frau. Mehl. Cool, aus Weizen kann man Mehl herstellen, aber ich brauche kein Mehl, ich brauche Weizen. Mann. Will ich doch nicht die 4 Dinge hier abschließen. Okay. Dann gehen wir mal auf zu den anderen Dingen. Hoffentlich finde ich auf dem Weg irgendwo noch Weizen. Wo ist das? Ich will mal ein bisschen ranzoomen. Da. So, ich teleportiere mich jetzt dahin. Weh, ich finde keinen Weizen auf dem Weg. Sonst wäre ich ein bisschen schlecht gelaunt hier rausgehen. Und da will ich nicht. So, ich sammle jetzt alles ein, was ich finde. Ja, und der sagt mir jetzt die ganze Zeit. Hm? Oh, guck mal, was da oben ist. Ja, der war gut. Aber das ist echt geil, dass man hier überall fast hochklettern kann, ne? Mich da oben. Ja, nee. Cool. Hm. Irgendwo habe ich doch hier. So, jetzt wo ich weiß, wie die auf der Karte aussehen, kann man uns darauf konzentrieren und die schnell einsammeln. In der Hoffnung, ja, die Statue schnell hochzuleveln. Ich hätte vielleicht noch so eine Idee, wo ich Weizen näher kriegen könnte. Hier, diese eine Tante in der Nähe von Mondstadt, wo wir zum ersten Mal kochen gelernt haben, ne? Da kommt zum Beispiel auch irgendwie so, hier, nimm ein bisschen Weizen.
So, warte mal hier. Hi. Oh, wow, irgendwie in Flammen lassen könnte. Okay, kein Ding. Ich sehe schon. Dann mache ich euch alle fertig. Der Laupa Reborn. Aha. Das ist ein Daumenboden, was? Hab ich ja jetzt erst gemerkt. Okay, oh Mann. Dreamwork makes the teamwork. Ne, umgekehrt. Teamwork makes the dreamwork. So, Mehl, komm. Ey, kann doch nicht sein. Ich jetzt hier nicht Mehl finde, ey. Da ist wohl das bestimmt Mehl drin, ja, nicht Mehl, Weizen. Oh. Wo ist denn das hier? Ne, stimmt, irgendwo da. Mir fehlt ein Weizen, ein Gemischwarenhändler zu erstehen. Das sagst du mir jetzt erst. Ey. Ist ja wie ein Error gerade, welche Gegend am Rennen, und du sagst mir jetzt erst. Okay, dann Gemischwarenhändler. Oh, wenn ich irgendwo drauf geklickt habe, ne? Ist der Gemischwarenhändler? So, ich gucke jetzt noch mal in den Shops nach, und jetzt niemand der Weizen zur Verfügung hat, ne? Dann rast ich aus. Gemischt waren denn das ja hier mit den Spendkut Edelstein. Ja, was sind die Dinge eigentlich noch mal da, diese Dinger, die brauche ich für Dings, glaube ich, für alles, um Dinge zu hochzuleveln, die Fähigkeiten, ne? Okay, gut zu wissen. Dann kann ich diese Dinger hier holen, ne? So, du bist mir spannend, ne? Aha. Weizen für 100. Jetzt gekauft. Hab ich jetzt gekauft oder nicht? Sah jetzt nicht irgendwie so aus, als hätte ich hier gekauft. Ich habe irgendwie nicht so ein Ding Ding oder irgendwie so was gehört. Dass irgendwie, weiß ich nicht, eine Nachricht gibt, dass ich was gekauft habe. Aha. Wieso ist denn das? Nein! So gut wie fertig hier. Wieso ist denn das eigentlich ein Server? Ich bin nur hier als einziger am Spielen. Ist doch nicht online. So, perfekt. Mach mal das hier noch fertig. Dann haben wir vier Dinge abgeschlossen, ne? Dann können wir Feier machen heute. Adventure Time! Adventure Time. Ja, nimm das Zeug. Ja, hier ist es. Bring das den Enten am See. Bringst doch selber, boah. Boah.
Ja, raus rein, Alten. Ich muss schwer mit dem reden, ey. Mach ich so, wo ich die ganze Zeit hin und her rennen muss. Dockerblume. Der Flanger kann ich sowieso nicht bespielen, weil gleich kommen Wartungsarbeiten. Ich werde nichts versprechen. Auftrag abgeschlossen. Kartoffelpuffer nach Mondstadtart. Ah, Freundschaft habe ich überkommen. Was passiert, wenn ich die Freundschaft erhöhe? Ich kann meine eigene Freundschaft nicht erhöhen. Ah, das ist aber nur bei Leuten, die in der Gruppe sind. Okay. Macht Sinn. Ja, es macht Sinn. So, mit dem muss ich jetzt hin, ne? You did a fine job. Outstanding performance, considering it was your first time. The requester even asked me to thank you on their behalf. And, as promised, you are due your reward. Cool. Wir danken dir, dass du die Mission heute abgeschlossen hast. Hier ist deine Belohnung dafür. Oh, you shouldn't have. Except you totally should. This is a token of the Guild's gratitude. We receive many new commissions every day, and without the efforts of each and every adventurer, there is no way we could respond to them all. Die Frage ist, soll ich das jetzt geht's machen, wenn ich hier aufnehme? If you complete enough commissions, dann geht ja auch wieder Zeit verloren. You will be eligible to claim a special reward from me. Your adventurer handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. Make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. Pro Tag gibt es bloß eine? As things currently stand, yes. My apologies. But please be assured that we are constantly pushing headquarters to make all our adventurers receive fair and adequate compensation. And please note that helping a fellow adventurer to complete a commission also counts towards your eligibility for a daily reward. We encourage you to work actively with your fellow adventurers. Ad Astra Abyssosk. Ab Adu Abt Astra Abyssos. Wie auch immer. Noch schlimmer hätte ich das, glaube ich, nicht irgendwie zerstören können, dieses Wort. Wer bist du? So, Belohnung, Abenteuerstufe 13. Ja, oh, guck mal, ich krieg so ein Ding hier für Gebete. Und Geld. Ich glaube, Geld sollte ich mal ausgeben. Was soll ich denn mein Geld ausgeben? Ich weiß es nicht. So, Herausforderung. Oh, guck mal. Holzschild. Zerschmetter ein Schutzschild eines Elektro-Zizin-Zauberinnen. Fotografieren. Okay, ja, aber keine Zeit mehr. Das wollte ich noch, glaube ich. Das kommt noch. Das weiß gar nicht, wie man das macht. Kosten fürs Einsammeln. Ach, das sind diese Dinger oder was? Ah, okay. Ich sollte ich die mal vor den Aufnahmen hier machen oder so? Ich weiß es nicht. Ich meine, dafür kriege ich Freundschaft. Darauf kannst du dir bei der. Okay, also kriege ich doch immer noch 4, ne? Da jetzt bekommen. Ja, ne. Abenteuer-Schatzpaket, du musst das öffnen. Oh, geh weg. Ich sehe nichts. Guck mal hier. Na, die Waffen. Waffen werde ich als Offscreen ja umändern und so. Okay. Essen. Kochen sollte ich vielleicht auch mal auf Screen irgendwie machen, ne? Wenn wir das Wesen schon mal hier geschlossen haben. Das sind die Standard, ne? Ja. Gut, dann war es das wieder für heute. Und wir haben eigentlich relativ viel erreicht, ne? Ich glaube, 3 Abenteuerstufen haben wir hochgelevelt bekommen. Das war auch nicht schlecht. Und ja, dann sage ich in der nächsten Folge. Machen wir dann weiter mit was auch immer, ne? Mal mit der Story.
Na, da kann man nicht hin. Köchen. Ehrlich, dem Mädchen im Wald. Okay, das können wir auch machen anscheinend. Ja, ich werde mich schon mal einverlassen. In diesem Sinne sage ich aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.